Croissants. Mangos. Schmecken ja voll geil. Probier ich schon. Oder so. Okay, nein, ich warte. Die Erfahrung ist es irgendwie wert. Ich habe die Zubereitung verkackt. Fällt nicht so mein Geschmack. Ich habe Angst. Angst ist nicht real. Hallo, was geht? Hallo, Freunde. Wir essen heute wieder Dinge, die ich noch nie gegessen habe. Gerichte, Rezepte, Lebensmittel. Zum Frühstück gibt es heute Croissants. Croissant. Ich habe hier so oft bei Croissants gekauft. Natürlich habe ich schon Croissants gegessen. Da. Aber ich habe noch nie herzhafte Croissants gegessen. Weil, warum sollte man das tun? Croissants sind dafür da, Nutella oder Marmelade drauf zu schmieren. Warum sollte ich da Käse und Schinken drauf tun? Aber naja. Vielleicht ist es ja mega geil und ich werde nie wieder ein süßes Croissant essen wollen. Wir müssen die erstmal aufbacken. Ich habe gerade die Croissants in den Ofen getan, da ist mir aufgefallen, es macht ja Sinn, die vorher zu belegen, damit der Käse schmilzt und so. Ich habe sie hier schon so, aber ich glaube, ich kann sie noch ausrollen. Die waren nicht mal eine Minute im Ofen. Ich habe einmal Käse gekauft. Sei bloß vorsichtig. Und dann noch von Gutfried so eine vegane Hähnchenbrust-Alternative. Okay, und einrollen. Ich glaube, ein herzhaftes Croissant reicht mir. Warte mal, ich muss kurz gucken, welche Croissants hier was sind. Hier kommt Käse raus. Ja, ich glaube, die beiden sind die herzhaften. Die ist aber noch sehr heiß. Wollen wir erst noch was anderes hier testen? Ja, also, ein Drink. Wir haben noch einen Drink. Und zwar von Alpro Nut Milk in Schoko. Ich habe letztens gesehen, es gibt es auch mit in so einer Protein-Variante, aber die habe ich nicht gefunden. Die ist gut. Das ist sehr geil. Mhm. Schmeckt echt gut. Ja. Ist so richtig gut süß. Ich dachte immer, ich werde nie was finden, was so Nesquik-Kakao für mich ersetzt. Oder dieser, wie heißt der ja, andere? Ja, dieser... Kaba. Das schmeckt ja genau gleich. Ja. Diese Pulver einfach. Aber das hier ist echt... Das schmeckt richtig geil. Mhm. Nice. So, jetzt haben wir, ist es immer noch sehr heiß. Ja. Wir haben noch was anderes, was wir vorher essen. Okay, also. Vorspeise. Wir haben noch eine Frucht und zwar Mangos. Ich habe schon mal Mangos gegessen, aber das war vor, weiß ich nicht, über 12 Jahren bestimmt und da mochte ich es nicht und deswegen habe ich es nie nochmal probiert. Und ich finde, das ist verjährt, dass ich das damals gegessen habe. Und es zählt jetzt als etwas, das ich noch nie gegessen habe, oder? Also ich verstehe, wie du meinst. Ich kenne Mango nur in Tiefkühlform in Smoothies, nicht als frische Frucht. Habe ich ziemlich fancy gemacht. Du hast sie richtig fancy gemacht, aber soll ich die jetzt so kauen da, oder? Ich dachte, man kann das so abreißen vielleicht. Nee, schon schwer. Naja. Aber du kennst ja Mango. Aber du hast auch, seitdem wir zusammen sind. Ja, ich habe auch echt seit Ewigkeiten keine Mango mehr gegessen. Schon eine geile Frucht eigentlich. Schon geil. Warum habe ich nie Mangos gegessen? Schmecken ja voll geil. Hab jetzt immer Mango dann? Ja. Irgendwie dachte ich aber immer so, das wäre jetzt so aufwendig, das zu machen. I'm just else be weil ich mach das nicht. Es gibt sehr viele Früchte, die aufwendiger sind. Du musst sie ja nur eben schneiden. Honigmelone musst du so ausdingsen und dann so Pomelo. Musst du so. Ja gut, Pomelo essen. Pomelo brauchst du so einen halben Arbeitstag für. So. Jetzt willst du eigentlich nur noch das essen, ne? Ja, ich brauche diese Croissants gar nicht. Ich esse einfach diese Mango. Das haben wir beide noch nie gegessen, glaube ich. Also ich auf jeden Fall nicht. Du aber auch nicht, weil das ist dein Video. Also. Is it my destiny to live and die? Ja. Ja, ich fühl's auch nicht. Also, ich finde halt. Alles mit Käse geschmolzen ist ganz geil. Mm. Aber wenn ich ein Croissant esse, würde ich süß essen. Mm. Es schmeckt nicht scheiße, aber ich würde immer eher ein Brötchen essen, das so zubereitet ist. Ja, kommen wir zum Highlight. Jetzt haben wir noch was Neues, was wir noch nie gegessen haben. Und zwar dachte ich mir einfach mal sowas hier ausprobieren. Das ist von Lindt. Creme. Mm. Geil. Ich glaube, das ist die Creme in den Dingens. Probier schon mal, ja. Oder so. Okay, nein, ich warte. Okay, warte. Alexa, dürfen Hunde Mangos essen? Mangos gelten nicht als giftig für Hunde.
Allerdings solltest du es immer mit einem Tierarzt oder einer Tierärztin abklären, bevor du deinem Haustier etwas Neues kriegst. Wer hat einen Tierarzt oder eine Tierärztin, mit der man über sowas redet? Erstmal anrufen. Du gehst zum Tierarzt, hey, können Sie mal kurz checken, ob mein Hund eine Mango-Unverträglichkeit hat? So bei jedem neuen Lebensmittel. Aber ich glaube, die meinen dann wirklich, dass du anrufen sollst. Aber wer ruft immer seinen Tierarzt? Hallo, ich habe hier Trauben, darf ich eine Traube meinem Hund geben? Nee, das glaube ich nicht, dass sie das meint. Ich glaube, die meint wirklich, dass deine Tierärztin über deinen Hund Bescheid weiß. Ach. Ich habe ein bisschen zu wenig davon. Hey, au. Ja, mir schmeckt sehr seicht, habe ich das Gefühl. Es ist schon geil, aber es schmeckt echt sehr zart. Man schmeckt kaum was. Also es schmeckt wie Nutella Light. So. Also nicht Light von wegen Zucker, sondern Nutella mit weniger Geschmack. Ich esse meine Mango. Okay, möchtest du Mango probieren? Was ist das schon wieder für ein Rotz? So. Ich mag nur Fleisch. Das war auch ein erstes Mal. Ja. Nugget, wenn es sein muss. Das riecht suspekt. Ich immer mehr. Ich mögte nicht, vielen Dank. Genau da gehört das hin. Es ist einfach viel zu groß. Wer ist denn bitte so viel? Kai ist so picky. Aber ich glaube, sie ist. Oh mein Gott. Nee, natürlich nicht. Das ist so schlimm, was Früchte angeht. Kai isst Früchte auch oft nur, wenn ich ihr sie ganz klein mache. Irgendwie mag sie es gar nicht, Früchte zu zerkauen. Also ist besser. Immer noch komisch. Aber besser komisch. Ist gut? Ja, geht so. Das winzigste Stück der Welt. Es ist so komisch, bei Erdbeeren ist sie genauso. Aber Wassermelone wird sie so eine ganze Melone essen, ey. Hast du das große Stück? Vielleicht ist sie jetzt auf den Geschmack gekommen. Nee, das ist zu groß. Oh, ich glaube, sie hat es aber gegessen. Oh, du magst eine neue Frucht, das ist so selten. Zum Mittagessen haben wir uns das ganz Einfaches überlegt. Und zwar gibt es ein Fertigproduktgericht, was wir noch nie hatten. Habe ich letztens bei Netto entdeckt. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen wie eine Produktplatzierung rüber. Das habe ich selbst gekauft. Das ist keine Werbung. Obwohl ich sehr gerne mit dieser Marke arbeiten würde. Ich liebe die Kühlschrankprodukte. Auf jeden Fall, The Vegetarian Butcher hat jetzt Tiefkühlprodukte, wo ganze Gerichte drin sind. Hier haben wir einmal vegetarische Hackbällchen auf Sojabasis. Warum habe ich gerade so geschrien? Weiß ich nicht. In Soße mit Kartoffelpüree und Gemüse. Da ist Kartoffelpüree drin. Echt? Ja, das ist alles drin. Krass. Und dann haben wir einmal geschnetzeltes mit bunten Gemüse, Thai-Curry-Soße und Reis. Welches möchtest du denn? Also ich bin nicht so ein Meatballs. Fan von sowas. Ich hätte sogar mehr Bock drauf. Ja, wie macht man das denn hier? Im Backofen? Backofen oder Mikrowelle, aber ich würde sagen Backofen. Aber Backofen dauert 35 bis 40 Minuten. Ja. Das ist nicht gut gegangen. Ja, aber trotzdem, oder? Backofen ist schon mehr als Mikrowelle finde ich ein bisschen sehr ranzig, oder? Hat so ein anderes Feeling. Okay, dann mache ich das jetzt. Warte, wir gucken uns das erstmal an, ne? Ja, stimmt. Wie das hier aussieht. Wir sind so überall, ich glaube, weil wir so Hunger haben. Ich habe so Hunger. Okay, das ist... Ja, okay. Okay, das sieht sehr unromantisch aus, muss man sagen. Das sieht halt aus, wie es klingt, so, ne? Ja, also... Was sind denn die Nährwerte, so? Pro Portion 330 Kalorien nur? Okay. Ja, keine ganze Mahlzeit, ey. Ja, also, super Liste. Wollen wir mal gucken, ob es überhaupt schmeckt? Ja, das sieht gut aus. Vielleicht sollten wir uns das später angucken, ja. Ich habe die Zubereitung verkackt. Bei dem einen Gericht soll man die Folie einstechen. Und bei dem anderen Gericht soll man die Folie einstechen, über dem Reis 2 cm öffnen und 2 Esslöffel Wasser zu dem Reis geben. Können Sie ja, aber bei welchem Gericht muss man so eine Folie mit in den Ofen tun? Kann also ganz ehrlich. Doch, also. Eine Ewigkeit später. I can't talk right now. I'm doing hot food. Ich versuche es uns schön herzurichten, okay? Ja, ich weiß auch nicht, ob ich erwartet habe, dass es mehr wird, aber diese Kartoffelpüree. Guck mal, wie viel Reis da ist. Warum ist da so wenig Kartoffelpüree? Das ist schon ein bisschen... Wir haben hier noch was wir probieren können. Ja, so. Wir haben noch Trinken. Wir haben hier diesen Sirup
von More Nutrition, die gerade einen krassen Shitstorm haben. Der war in einem Goodie-Bag. Ja. Wir haben ihn nicht gekauft. Wir hätten uns... Und jetzt, deswegen testen wir den jetzt, weil wir das noch nie getrunken haben. Ja, immerhin das, aber ja, wir hätten uns den wahrscheinlich nie geholt. Also. Ich finde es so krass, dass Leute diese Syrups mit in Restaurants nehmen, um irgendwie Kalorien zu sparen oder so. Trinkt ja mal eine Cola Light, ey. Das wird so zwanghaft mit diesem Produkt. So, wir haben hier unser grandioses Essen. Erstmal probieren wir das hier. Ist jetzt nicht so mein Geschmack. Vielleicht wäre es in Sprudelwasser ein bisschen besser. Ja, ich glaube auch. Stillwasser ist das echt nicht so, glaube ich. Ist auch nicht so mein Ding, ne. Ist sehr süß. Aber Grapefruit ist auch nicht so meins. Na, wie ist deins? Ekelhaft. Ja, es ist halt so, wie es aus in der Verpackung aussah. Mhm. Ich würde mir das niemals holen nochmal. Schmeckt wie schlechtes Kantinenessen. Ich bin so unbefriedigt gerade. Ja, wollen wir einmal tauschen? Ja. Deins ist übrigens vegan und das ist vegetarisch. Also was ich hier jetzt habe, ist vegan. Aber ich finde deins ein bisschen besser sogar. Ich finde gerade deins ein bisschen besser. Ja, dann können wir es ja so lassen. Mhm. Aber beide wirklich. Also diese Einzelprodukte sind richtig geil von denen, aber... Ja. Das ging ja jetzt auch nicht mal so schnell. Man musste das trotzdem 40 Minuten in den Ofen tun. Ja. Ich glaube, da könnte ich schneller irgendwas Geiles kochen. Ja. Ja, nee. Nach dem tollen Mittagessen müssen wir jetzt noch was essen. Weil es nicht so viel war. Wir haben jetzt noch Nachtisch und zwar Magic Waffles. Wow. Wow. Das sah irgendwie geil aus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist da irgendwas drin? Ja, es ist irgendwie gefüllt mit Konditorcreme, steht hier. Okay. Das ist aus Belgien. Und man kann die in die Mikrowelle, in den Toaster stecken einfach. Das klingt geil. Waffeln mit Puddingcreme. Noch ein bisschen Eis dazu. Ja, ich mache einfach alle direkt. Ja, Hallöchen. Ich möchte dir noch was vorlesen. Okay. Unsere herrlichen Füllungen sind die Magie in unseren Waffeln. Genießen Sie unsere Magic Waffles jederzeit, überall und vergessen Sie nicht, the magic is inside. Wow. Wow. Insofern ist es kalt. Meins ist noch kalt. Meins auch. Aber voll auch. Ja. Dann müssen wir nochmal einen Toaster. 24 Stunden später. So, ich hab Angst. Angst ist nicht real. Du nicht anscheinend. Der ist Magic inside. Ist schon irgendwie geil. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich ist... Ist dein Pudding auch noch ein bisschen kalt? Mhm. Irgendwie ist das geil. Ja, das macht's besser, ja. Ich würd's mir nicht nochmal holen. Ja. Aber es ist 1000 geilere Desserts gibt. Aber irgendwie ist es geil. Die Erfahrung ist es irgendwie wert. Es schmeckt aber auch einfach wie so ein Pudding-Gebäck vom Bäcker. Deswegen finde ich ein bisschen scheiße. Weil ich mag die eigentlich nicht, aber ich habe jetzt auch Schlimmeres erwartet. You are my dancing queen, and sweet, living the fancy dream. Ja, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt ein Abendessen. Yes. Heute gibt es Nudeln, weil ich noch nie Nudeln gegessen habe. Oha, du hast so Vanessa. Nein, Spaß. Es gibt eine bestimmte Art von Nudeln, die ich noch nie gegessen habe. Habe ich letztens im Supermarkt gesehen und dachte so. Die klang aber auch crazy, muss man sagen. Die klang crazy, crazy. Und zwar Edamame Spaghetti. Die bestehen zu 100% aus grünen Sojabohnen. Also aus Edamame. Ich habe Edamame schon mal aus der Dose gegessen. Noch nie so in einem Restaurant oder so. Und jetzt probieren wir es als Nudeln. Wie fandst du Edamame aus der Dose? Ganz geil. Okay, okay. Es klingt gerade, als hättest du die Scheiße gefunden. Nee, die sind super proteinreich. Wie viel? Auf 100 Gramm 41,5. Oha. Mhm. Oha, wie viel ist da drin? Sind da überhaupt 100 Gramm drin? 250 Gramm. Ja, ich mache dazu jetzt einfach so eine ganz simple Tomatensauce. Mhm. Und dann schauen wir mal. Wir müssen ja auch die Nudeln vorher. Ja, die Nudeln müssen wir... probieren. Willst du zeigen, wie du die Nudeln kochst? Ich weiß nicht, ob die Leute das wissen. Wie man die kocht? Also wie man Nudeln generell kocht. Achso, die kocht man 5 Minuten in gesalzenem Wasser. Ich habe hier noch ein paar gehackte Tomaten, eine Zwiebel, irgend so ein Pesto. Und dann tue ich noch Käse rein und dann... Ja. Während wir darauf warten, dass die Nudeln kochen und so, habe ich noch mir was überlegt, weil ich habe noch nie
rohe Champignons gegessen. Ich auch noch nie, hallo. Weil ich finde, also ich wusste nicht, dass man das essen kann. Mhm. Und ich weiß immer noch nicht, ob man das essen kann, weil ich habe gerade gegoogelt. Aber voll oft hat man doch so rohe Champignons in so einem Salat oder so. Und Menschen essen es, glaube ich, auch manchmal roh. Aber ich finde es total komisch und ich habe voll Angst davor. Und dann habe ich jetzt gegoogelt, ob man rohe Champignons essen kann. Und man kann sie roh verzehren. Allerdings sind sie nicht so leicht verdaulich und können schwer im Magen liegen. Und dann habe ich hier noch gefunden, so, sie rufen eine unechte Pilzvergiftung hervor, denn in Pilzen stecken hitzeempfindliche Giftstoffe oder auch schwer verdauliche Eiweiße. Sie sollten deshalb nicht nur in Maßen gegessen, sondern auch immer gut durcherhitzt werden. Und dann hier so, Champignons schmecken lecker in leichten Salaten und sind sehr gesund. Hör auf mich zu verarschen, hör auf mich zu verarschen, Alter. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob man das roh essen kann oder nicht. Mach einfach. Wie viele Champignons kann man roh essen? Generell empfiehlt es sich nicht mehr als 100 Gramm rohe Champignons pro... Ja, okay, also wir essen vor. Jetzt so ein Stückchen Champignon roh. Ja. Okay, also hier ist unser rohes Stück Champignon. Hier ist unser Wettessen. Das ist wie so diese Chip-Challenge. Hast du auch so Angst davor? Ja. Angst ist nicht real. Und wir gucken jetzt, wer heute nicht stirbt und der hat gewonnen. Okay. Warum machen das Menschen? Also ich finde es nicht eklig, aber ich finde es auch nicht besonders lecker. Ich finde es richtig eklig. Und ich liebe Champignons gebraten. Also ich finde, es ist komplett unnötig auch. Weil wenn du Champignon hast... dann... Ja, komm, hör auf, bevor du heute noch stirbst. Ich habe mehr als du gegessen. Nee, das ist nichts für mich. Nee. Auch nicht in leichten Salaten? Nein. Nur durchgebraten. Das hat sich gereimt, lol. Hast du eine schöne Probe gemacht? Ja. Das schmeckt gut. Also wenn es nicht gut schmeckt, liegt es dann halt an den Nudeln auch. True. Wir tun die jetzt hier rein. Wollen wir keine mehr probieren? Nee. Soll ich eine probieren? Nee. Wir können danach ja noch, weil ich tue ja nicht alle. Ach, die sind heiß. Okay, ja, das stimmt. Das war wild. Und ich hab's richtig kacke gefilmt. Wie immer. Ich finde, die sehen mehr aus wie Nudeln, als ich vorher gedacht hatte, wie sie wie Nudeln aussehen werden. Okay, das fühle ich aber auch. Mit Aufrollen ist auch nicht viel. Ja, ne, du kannst so die komplette Masse einfach auf deine ganze Gabel tun. Ich habe hier eine okay Portionsgröße. Boah, die wäre schon viel zu groß für mich zum Probieren. Ich habe halt einen riesen Mund. Ich glaube, mein Mund ist größer als dein. Heute sehen wir uns Idioten bei der Arbeit gemeinsam an. Wofür ist die ganz lecker? Boah, ich glaube, du hast noch nie etwas so viel ekliger gefunden als ich. Nein. Ich schmecke irgendwie nichts. Ich finde die Konsistenz schlimm. Ich finde die Konsistenz nicht so schlimm. Ich find's actually 100 mal besser, als ich dachte. Ich find's auf eine Art kacke, die ich nicht erwartet hätte. Also ich würde das mir machen so. Gott. Also irgendwie finde ich es ganz geil. Kannst du es sehr machen? Ich finde, es ist wie auf nassem Papier zu beißen. Boah, also, ich fühle das gar nicht. Ich glaube, wir waren noch nie so sehr nicht einer Meinung. Mm-mm. Geschmacklich ist es echt nicht schlimm, also es ist gut. Aber ich finde auch gut und ich mag auch die Konsistenz. Weißt du, was geil wäre vielleicht? So Lasagneplatten. Weil dann fühlt sich das einfach an wie so eine richtig fette Gemüselasagne. Das finde ich auch gut. Ich glaube, das wäre richtig gut. Weil ich finde, geschmacklich schmeckt man einfach nur die Soße am meisten. Finde ich, weiß nicht, die Konsistenz. Also es ist keine Nudelkonsistenz, aber auch irgendwie jetzt nicht so eine krass andere, finde ich. Okay. Naja, ich esse deine Portion einfach auch noch. Das war's mit diesem Video, glaube ich. Mm. Probiert mal Edamame Spaghetti aus und schreibt in die Kommentare, wie ihr die fandet. Wollen wir noch einen Po probieren? Holst du? Ich hole. Ich schwöre, das ist die beste Nudelalternative, die mit High Protein beworben wird, die ich je gegessen habe. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Also diese ganzen anderen, so Linsennudeln oder so, sind schlimmer. Auch, die sind immer so trocken oder so. Also Linsennudeln sind wirklich schlimmer. Ich kann nur nicht darauf rumkauen, ich mag das nicht. Okay, wir probieren jetzt pur. Sie haben so einen ganz leichten Eigengeschmack, den ich nicht so geil finde. Aber mit Tomatensauce ist der komplett weg. Aber die Konsistenz bleibt gleich. Ich finde aber die Konsistenz, also wenn du Nudeln so machen würdest, in dieser Form, das ist ja
Die sind sehr dünn, so dünn. Ja. Ich glaube, Nudeln würden genauso eine Konsistenz haben in das dieser Form. Könnte sein, dann würde ich diese Nudeln nicht essen. Bleibt mir tschüss. Tschüss. Abonniert und so weiter. Und liked und kommentiert und spendet was. Bitte. An Malte Tierprojekt, aber. Tschüss.